Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Gelbhaar. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das ist die Dramaturgie einer Parlamentssitzung, dass nach einer harten emotionalen Debatte dann eine nicht weniger wichtige, aber eben doch ganz andere Debatte zu führen ist, wo es um Infrastruktur, wo es um Zeit für die Berlinerinnen und Berliner geht. Und dazu möchte ich jetzt kommen. Ich freue mich, dass die Bündnisgrüne Initiative zur Sicherung der Fernbahnhöfe Ostbahnhof und Zoo heute aufgegriffen wird und dass sie sogar als Priorität behandelt werden kann. Wir wollen verhindern, dass der Ostbahnhof immer mehr vom Fernverkehr abgekoppelt wird, und wir wollen ebenso, dass der Bahnhof Zoo wieder regulärer Halt für den Fernverkehr auf der Stadtbahn wird. Denn das sind die Grundlagen für einen bürgernahen Fernverkehr in Berlin. Allein der Hauptbahnhof, wie es augenscheinlich das Konzept der Deutschen Bahn ist, das reicht nicht aus. Das ist auch nicht Metropole und Hauptstadt, das ist Kreisliga, das ist Kreisstadt. Das wäre gerade so absurd oder genauso absurd, als wenn wir die U-Bahn-Linie 2 von Ruhleben nach Pankow genau einmal halten lassen, nämlich am Potsdamer Platz. Das spiegelt auch nicht die Geschichte Berlins wider, das ist schon angedeutet worden, die Eisenbahngeschichte. Vielmehr würde die Konzentration auf nur einen Bahnhof dem Konzept der letzten 25 Jahre vollständig widersprechen. Und das finde ich falsch. Ich meine, Bahnhöfe in den jeweiligen Zentren Berlins, das war und das ist der richtige Weg für unsere Stadt. Der Bedarf ist jedenfalls da. Das ist der Service für uns Berlinerinnen und Berliner und eben auch für unsere Gäste. Der Ostbahnhof ist der Fernbahnhof für große Teile im Osten der Stadt, wie der Zoo spiegelbildlich für große Teile des Westens unserer Stadt. Wir stehen hier in der Verantwortung. Das bedeutet eben auch, die Zeit der Berlinerinnen und Berliner nicht zu verplempern. Und es wäre arrogant und falsch, alle quasi zum Hauptbahnhof zu zwingen. Wir wollen sorgsam mit Zeit und Nerven der Menschen umgehen. Und ich freue mich daher, dass alle Fraktionen angekündigt haben, diesen Antrag heute gemeinsam beschließen zu wollen. Den heutigen Beschluss sehe ich als Bestärkung, aber vor allem auch als Auftrag an den Senat. Das Land Berlin muss gegenüber der Deutschen Bahn in größter Klarheit und Härte erklären, dass wir nicht gewillt sind, die Abkopplung der Bahnhöfe Zoo und Ostbahnhof von Fernverkehr hinzunehmen. Lassen Sie uns hier mit der Bahn hart verhandeln. Lassen Sie uns konstruktiv nach Lösungen suchen, grundsätzlich, aber auch im Detail. Die Mühe lohnt, auch in die Fahrpläne reinzugehen und die Auslastung der Stadtbahn zu optimieren, selbst wenn es dann nicht mehr der ganz klare Halbstundentakt ist. Sehr geehrter Herr Senator Geisel, ich habe gelesen, dass Senatssitzungen aktuell schon wie Urlaub sein sollen. Ich glaube, nach der heutigen Debatte wird es in den nächsten Wochen vielleicht nicht mehr ganz so sein. Auf jeden Fall scheint da ein bisschen Zeit vorhanden zu sein. Und so oder so, Herr Senator Geisel, ich möchte Sie auffordern, laden Sie Bahnchef Grube einfach direkt in so eine Senatssitzung ein. Und dann rufen Sie dort das Thema auf. Und wenn es nicht reicht, nur diesen Punkt zu besprechen, es gibt noch weitere Themen, die den Berlinerinnen und Berlinern unter den Nägeln brennen. Beispielsweise der Lärmschutz an Schieneninnenringen. Großes Thema, wichtiges Thema für ganz viele Leute, von Pankow bis Schöneberg. Hier ist die Bahn in der Pflicht und es passiert einfach nichts. Oder zum Stichwort Ihr Lieblingsthema, Dresdner Bahn. Insgesamt brauchen wir intensive Gespräche mit der Bahn, um die Berliner Interessen hier deutlich stärker zu vertreten und umzusetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.